Hi Philipp. Hi. Mir ist aufgefallen, dass es Bögen gibt, die sind in einem Stück und dann gibt es Bögen, die sind verschraubt und kann ich offensichtlich auseinandernehmen. Ja. Wo ist der Unterschied und warum ist das so? Ja, ist dir richtig aufgefallen. Sprechen wir noch mal kurz drüber, wo der Unterschied zwischen Takedown-Bögen und One-Piece-Bögen ist, also Bögen aus einem Stück. Ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wir fangen einfach am besten mal mit den Vorteilen eines Takedown-Bogens an, weil die liegen einfach auf der Hand. Du kannst diesen Bogen auseinandernehmen und dadurch liegt er auf der Hand, dass du den einfach transportieren kannst. Du kannst ihn klein machen, du kannst, wenn du mit einem Flugzeug irgendwo hinfliegst oder so, der passt ins Gepäck oder im Bus oder wie auch immer. Ne? Du kannst ihn klein machen, das ist der erste Vorteil. Und der weitere Vorteil ist natürlich auch, dass gerade im Anfängerbereich, wenn du irgendwann mal dein Zuggewicht wechseln möchtest, kannst du ganz einfach nur die Wurfarme austauschen. Ne? Also hier zum Beispiel haben wir von dem gleichen Bogen Wurfarme in 36 Pfund Zuggewicht. Hier drauf haben wir 24 Zuggewicht. Also das ist schon im Prinzip ein anderer Bogen dann irgendwo, weil der vom Zuggewicht her ganz anders ist. Okay, cool. Ne? Das ist so der erste. Der zweite Vorteil. Und gleichzeitig Takedown-Bögen sind auch ein bisschen schwerer in der Regel, weil sie einfach mehr Anbauteile haben. Die Schraube kommt dazu. Das Mittelstück ist meist ein bisschen wuchtiger, liegt dadurch einfach auch im Schuss ein bisschen ruhiger in der Hand. Ja, so viel zum Takedown-Bogen. Und ja, der einteilige Recurve-Bogen hingegen, der hat auch seine Daseinsberechtigung. Ist halt aus einem Werkstück im Prinzip gemacht. Gut, es sind Laminate, aber es ist ein langes Stück. Hier gibt es halt nicht viel dran einzustellen. Ne? Also wenn der Bogen schießt, dann schießt er. Der hat vielleicht den Nachteil, dass wenn du aus diesem Bogen rauswächst, wenn du das Zuggewicht änderst oder gerade auch für jüngere Schützen, die dann größer werden, kannst du einfach nicht die Komponenten tauschen. Brauchst was Neues, ne? Dann. Ja, genau, richtig. Ne, ist aber einfach von der Bedienung her schon ein bisschen simpler, weil du spannst den Bogen einfach und bist bereit loszuschießen. Also hat beides sein Für und Wider quasi, ist dann auch eine Geschmacksfrage letztendlich. Ja. Ne? Und umso mehr Teile an einem Bogen dran sind, desto mehr kann natürlich auch kaputt gehen oder irgendwie sich ausbrauchen und genau. Okay, danke Philipp für deine Antwort, deine konkrete. Ich hoffe, ihr konntet auch für euch rausziehen die Vor- und Nachteile von One Piece und Takedown. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt uns gerne ein Like und... Ja, und wenn ihr noch weitere Themen habt, die ihr gerne wissen wollt, schreibt es uns in die Kommentare und dann gehen wir darauf ein. Bis zum nächsten Mal.